Hallo und herzlich willkommen zu Zomb Raider mit der lieben Sandy im Project Ozone 3. Modpack, hallo. Genau, wir zeigen euch jetzt, wie man den Engineers Hammer macht. Wir brauchen den, um den Killen zu aktivieren. Den bauen wir auch gleich. Damit könnt ihr den Inbar. Oh toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich mach's kaputt, dann können wir es auch wieder bauen. Da lohnt sich's auch. Ja, dann macht es wieder mit einer Ho. Eine Dirty Ho. So, Dirty Ho. Ich hab ja das Iron Ho. Oh, und dann setzt er den, um Hemp Fibers, also Industrial Hemp Fibers zu bekommen, braucht er die Seeds, die kommt aus Erde 7. Dann setzt er einen Crop Stick, um die zu pflanzen. Genau, haben wir ja gezeigt, wie man die baut in der letzten Folge. Vorletzten Folge, glaube ich. Oh. Kannst du trotzdem mal noch kurz aufzeigen. Crop Sticks. Hier kannst du so zeigen, sind vier Sticks einfach in das Viererfeld. Ah, okay. Ja. Ja. Vier Crop Sticks dann raus. Ja. Gut. Dann hätten wir das gezeigt. Dann Ich hab dir ein paar gegeben. Genau. Dann pflanzt er die und dann wachsen die. Jetzt. Wir wissen ja, ob man das auch mit. Nee, kann man nicht. Das bekommt da raus. Industrial Hemp Fiber. Genau. Hanffasern. Industrial. Dann gehen wir mal zur Workbench. Genau. Wir wollen nämlich jetzt den Engineers Hammer bauen. Ich bin jetzt so Hammer. Achso. Gut, dann bauen wir hier den Engineers Hammer. So, seht ihr ja zwei Sticks, zwei Eisen und dann hier oben wird das Ganze zusammengeschnürt mit dem Hanffaser, Draht oder whatever. Und so, jetzt haben wir den Hammer. Den Ingenieurs Hammer, den können wir schön gut nutzen, um Sandy auf den Schädel zu sagen. Toll, hast einen Erfolg gekriegt. Ja. Yay! So, jetzt brauchen wir die Kiln Bricks. Das zeigt Spooky auch. Dafür braucht er Sandstone und was war das andere? Clay Bricks, Brick. Ne? Also Brick, genau. Bricks, genau. Die kriegt er ja, wenn er Clay bratet. Oder brät. Genau. Brät? Dafür braucht okay. Was machen wir das eigentlich? Für was bauen wir dieses für Ding? Für Invar, habe ich das schon erzählt. Für Invar und Elektrum. Ja, aber das war in der letzten Folge, deswegen jetzt. Ja, das war diese Folge schon. Okay, dann habe ich die nicht so gehört. Dann mach mal die Kiln Bricks. 8 Stück brauchst du. Also du kriegst immer 2 raus pro Dings, pro Crafting. 1. Ach, sag mal, warum habe ich denn jetzt nur 1 gebaut? Ich habe doch hier gedrückt auf dieser Taste. Ah, nee, es war die falsche Taste. Ich sehe gar nicht, dass du was craftest. 6. Ja, das mache ich in meinem Menü. Ach gerade. So. Oh, hab ich gemerkt. Gut. Ich habe die 8 Killen Bricks. Gut, dann gehen wir mal hier hinten zum anderen Killen und daneben kannst du den bauen. Da lässt du am besten eine Reihe frei. Der Killen, genau. So sieht der dann aus, wenn der aktiviert ist. So, und jetzt baust du dann 2x2x2, so wie da. Baust du jetzt auch. Jetzt nimmst du den Engineers Hammer in der Hand. Ja, ich hol schon mal Materialien. Ich glaube, wir brauchen Kupfer und Eisen. Ei und Kupfer. Dann brauchen wir noch Gold und Silber. Mal, ich guck nochmal bei Invar. Tada! Das war Nickel. 2x Nickel und 2x Eisen. Nickel. Wo war die Ausleuchtungstaste F7, ne? Genau. Ah, gut, dann ist es gut ausgeleuchtet. Was Nickel? Den Nickel? Doch hier. Elektrum, Nickel, da 1, 2. Reichen. So, jetzt brauchen wir noch Kohle. Du hast ja, glaube ich, Kohle, oder? Nee, ich nehme auch raus. Ich hab hier Kohle. Hier haben wir auch Kohle. Gut. Sie nimmt die Kohle! Am besten macht er aus 8 Leiber. Kohle. Aus 8 Kohle 64 Tiny Kohle, dann spart er sozusagen Kohle. Packt er die da oben rein, dann packt er die unten rein. Und um Invar herzustellen, braucht er 2x Eisen. Bist du im Killen drin? Ja. Zeigst ja, es? Und 1x Nickel. Dann kriegt er 3x Invar raus. Invar, ja. Nicht Killen. Tschim. Ah, ja. So, genau, das nehmen wir mal raus. Ach, hast du schon. Ja. Denn wenn er Elektrum machen wollt, braucht er 1x Silber. Und 1x Gold. Gott. Da kriegt er dann 2x Elektrum raus. Cool. Also man kriegt quasi, man verschwendet keine Barren, bekommt, man macht zwar ein Gold und ein Silber, aber die fusionieren zu 2 Barren anstatt zu 1. Genau. Das ist cool.
Fair. Ja. Ah, wirklich schönes cool. Gelbes Ingot. Schwefelhaltig. Zeigen wir jetzt? Was haben wir noch zu zeigen? Achso, das war das hier schon, das Ganze. Ja, das war das Ganze. Kann man noch irgendwie was mit dem Sinnvolles kombinieren, mischen? Weiß es nicht. Ich weißt du noch nicht, ne? Nee, das weiß ich nicht. Muss ich erst selber rausfinden. Vielleicht weiß ja irgendjemand von der Community was man damit noch produzieren kann. Ich glaube, damit kann man noch einiges machen. Okay, dann, was habe ich denn noch? Habe ich irgendwas noch, was ich gebastelt habe? Ich habe hier in der Tasche vielleicht, warte mal, da habe ich ein paar Ingredients. Das ist alles ein bisschen so kompliziert für jetzt, weil ich weiß aber noch nicht genau. Ich habe hier einen Stamper gebaut, eine Stamp-Base und eine Ember-Bohr und Mechanical-Core. Ja, das brauchst du halt noch nicht zeigen. Komm, wir zeigen mal, wie man die Schmelze automatisiert. Dafür brauchst du eine Redstone-Clock. Ah ja, genau. Ja, warte mal, ich guck mal, was du für Materialien brauchst, die hole ich dir mal. Ja, mittlerweile ist das so, du kannst eine richtige Redstone-Clock bauen. Früher konntest du das ja als Schaltung bauen quasi. Ja, da brauchst du 5x Redstone, ein Stick, Stone 4x. Pack dir das mal in den Tisch hier rein. Ja. Ich suche es noch gerade im Menü, rufe es noch auf, die Redstone Clock. Und dann hole ich es. Genau. Also. Braucht er noch einen Lever? Den Koppel und. Wo haben wir den Koppel? Das haben wir alles gezeigt, das machen wir jetzt weg. Und hier die Redstone Clock. Ja, genau. Das ist eigentlich easy. Easy! Ja. Easy as can be. Easy as ABC. Brauchen wir noch einen Hopper? Hoppa! Ich kann auch hoppa hoppa! Hoppa! Klappa! Ja genau, ansonsten kann man auch noch irgendwann mal die Compressed Steel Sachen zeigen, wie man das macht, damit man eben diese Compressed Steel Rüstung auch bekommt, die wir anhaben, aber das denke ich auch, ist auch noch ein klein bisschen in der Zukunft. Man gibt noch bestimmt noch vorher ein paar andere Sachen zu bauen, obwohl wir soweit vieles schon gezeigt haben, was wir jetzt auch hier auf unserer Insel gebaut haben. Na, du hast noch einen Elevator, vielleicht kann man den noch zeigen. Weiß ich nicht genau, wie komplex der ist. Noch. Der ist nicht komplex, das geht. Komm, wir gehen mal zu deiner Schmelzer. Ah, hast du es gebaut, die Block? Die sollst du bauen, ich hab dir die Materialien doch reingelegt. Hier. Nee, wo waren. Achso, ja doch, die habe ich schon geholt, ja stimmt. Gib den noch den. Die Block. Den Hocker kann ich anbauen. Ich glaube, mach mal schon mal ein Loch in der Erde. Nicht reinfallen. Imba. So, da haben wir die Redstone Clock gebaut. Braucht man eigentlich nicht wirklich viel dazu zu sagen. Hier, es ist halt einfach Stone, Chisel Stone. Ist es Chisel Stone? Muss das man ist, nein, Stone man kann Stone nehmen. Gut. Ja, Redstone und Redstone Torch. Aber das Chisel könnte man vielleicht auch nachher noch gleich einfach zeigen, weil das ja auch relativ unkompliziert ist. Und dann, was man damit machen kann. Kann ich dann einfach gleich mal vorführen. Warte, ich hol mal gerade noch den Schisser. Schissel. Eine Schisser, du. Du bist so unlustig. Hast du alles? Den Schisselstone brauchst du nicht machen, da reißt der Stone. Du sollst nicht schisseln. Nee, ich wollte nur nachher den Schissel noch vorführen. Ich hab die schon gebaut, die letzten Block. Die baust du da oben, wo der Block ist. Ihr müsst immer einen Block setzen. Wir erhöhen noch die Schmelze, wenn wir machen dann noch eine Reihe. Genau, und da machst du jetzt einen Lever, da habe ich auch die Materialien gegeben, da brauchst du Cobblestone und einen Stick. Ja. Kannst du nämlich deaktivieren. Lever krieg ich noch hin. Aus an. Genau. Und warum bauen wir es höher? Bringt das? Hat das noch irgendeinen Nutzen? Das muss über dem Drain sein, deswegen. Ah, okay. Ah. Damit der Block aktiviert wird, der Drain. Also der. Ach so, Posset. Genau. Und dann setzt da unter dem Table, unter dem Casting Table, setzt dann Hopper an eine Chest ran. Da fallen dann immer die. Toll, jetzt habe ich keinen. Doch, habe ich. Mach mal zu, dass hier keiner. Genau. Der Spooky nicht runterfällt. So, jetzt macht er den Erze. Könnte auch mit einem Hopper machen. Wir machen es jetzt mal manuell. Habe ich mal Aluminium geholt und der macht den automatisch. Wenn er an ist, gießt er automatisch die Ingots, wie ihr sehen könnt, und werden in die Kiste weitergeleitet. Ja, so könnt ihr das Ganze automatisieren. Wir haben ja gezeigt, wie man hier das Ding hier baut, das
wie nennt man es nochmal, Smeltery, ne? Tinker Smeltery, genau. Genau, und ja, und jetzt hatten wir sie eben quasi automatisiert. Er macht jetzt, also halbautomatisiert momentan noch. Halbautomatisiert, genau. Ja, man kann ja vorne jetzt noch einen Hopper und eine Chest dran setzen, kann man da die ganzen Chunks reinhauen. Und der verdoppelt ja dann auch die Erze. Also die Ingots werden, also die Erze werden die, zu zwei Ingots ein Erz gemacht. Ah, cool, das ist natürlich auch mega nice. Ja, man könnte jetzt natürlich hier. Kommen ja die Blöcke raus, aber der Sinn davon ist natürlich, es ist nicht immer so viel drin, dass auch Blöcke entstehen können. Genau. Und das würde irgendwann eine ungerade Zahl oder so geben und dann würdest du Material drin haben, wo dann nicht mehr rausgeholt werden kann. Ja, deswegen ist das ärgerlich. Obwohl, wenn man beides automatisiert, also Blöcke und Dings, dann müsste er ja trotzdem alles leer machen, oder? Also wenn ich jetzt eine Redstone-Clock auf die andere Seite mache, dann würde er gleichzeitig Blöcke und Ingots produzieren. Ja, aber wir machen irgendwann die Ingots raussaugen und dann hast du nur eine halbe Dings voll, halbe Basang. Das würde gar nichts bringen, da verschwendest du Items, da brauchst du auch keine Verdopplung. Ja, wie, der würde die Ingots raussaugen? Ja, wenn du nur noch 8 Ingots hier drin hast, in so wie jetzt gerade ein Ingot, dann würde der hier ein Ingot raussaugen. Ach so, der saugt sich dann trotzdem an. Ja, der saugt sich trotzdem, auch okay. Wenn er nicht ein Block ist. Deswegen. Ach so, dann, ja, das ist blöd. Nee, das ist das Tier am günstigsten, wenn er Ingots macht. Ich dachte jetzt, der würde nur saugen, wenn genug für einen Block da ist. Ja. Nee, macht er nicht. Ah, das ist blöd. Das ist halt blöd. Gibt's bestimmt auch eine Differentialsperre oder sowas, was man da reinbauen kann. Übrigens, kleiner Funfact, wenn da eine Smeltery reinfällt, wenn da geschmolzene Ingots drin sind, dann ist Blut drin, ne? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie meine Blut wieder rauskriegt. Ja, jetzt ist ja gerade nichts drin, ne? Ja, Glück gehabt. War nicht mehr raus. Ich fall überall gerne rein. Auch ins Blut. So, zack. So, okay, dann zeige ich mal noch kurz den Chisel. Chisel, Dizzle, Manissel. Da ist er. Und dann zeige ich mal, wie man den herstellt und was man damit machen könnte. Chisel. Warum ist denn der hier nicht? Ah, doch, hier unten. Gibt es auch aus Diamant, ne? Also ihr müsst nicht unbedingt, das hier ist der Iron Chisel. Ihr seht hier einfach nur einen Stick. Ich glaube, es könnte, dürfte auch normalen Stick, müsste eigentlich gehen. Und ein Iron Ingot. Geht ein normaler Stick? Ich probiere das gerade mal. Ja, dann habt ihr hier den Chisel. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier Steine. Und Pizza-Stein. Ich hab glaube ich keinen. Ach nee, Quatsch. Oh, das war doof. So, zack, zack, zack. Braucht man gar nicht. Nee. Ihr könnt hier Chisel, den auch wegmachen. Ihr könnt jetzt hier so chiseln. Einfach in die Luft halten. Und dann macht er jetzt hier zum Beispiel das zuschisselnde. Zu schissen, das hier sich so scheiße. Da oben rein. Und dann habt ihr die Auswahl und könnt das hier Transmog. Wie heißt denn das Transmog da? Es ist ja eigentlich eine Transmog, weißt du, wie bei WoW, wie heißt denn das nochmal? Transmogrifikation. Ja, genau, weil das ist es ja eigentlich, ihr verändert das Äußere vom Stein, vom Cobblestone einfach. Genau, da könnt ihr richtig schöne Sachen. Ja, gerade für Bauen oder so ist es natürlich angenehm. Es kostet ja auch keine Materialien, weil ihr behält die gleiche Anzahl Stein, die ihr investiert. Hab's jetzt beim Hausbau nicht benutzt, weil ich finde, in meinem Texture Pack sieht halt der Cobblestone so genial aus. Und ja, gut, das ist halt jedem natürlich selbst überlassen. Man kann halt ein bisschen was Abwechslung machen. Hier beim Holz auch zum Beispiel. Ich finde Holz genial. Sieht hier, gibt es hier schön geniale Formen. Weil das könnt ihr jetzt eben bei allen oder so gut wie allen Materialien. Ich guck mal, bei Wood. Ne, beim festen Wood geht es nicht, beim Oakwood. Okay. Aber es geht dann eben auch bei Stein. Geht es dann auch nochmal. Beim Moosstein oder was weiß ich. Hier seht ihr ja schon Chiselstone. Gibt es so schön glatte Flächen. Oder hier Autoschissel. Oh, ein Autoschissel gibt's auch. Oh, man kann einen Autoschissler bauen. Oh, ich habe eine Mission. Ne, so, also so viel zur Schissel. Ist eine nette Sache, könnt ihr. Bietet einem eben nochmal viele optische neue Möglichkeiten. Und jetzt zeigst du noch uns deinen Aufzug und dann, denke ich, reicht's auch für die Folge. Genau, dann gib mal Elevator ein. 11. Da habe ich den Rotating Elevator benutzt und da braucht er Wolle. Also den normalen Elevator braucht er dafür, muss erst zeigen. Den machst du auch aus 8 Wolle und eine Enderperle. Welcher war das jetzt? Der? Einfach erst nur mal Elevator, der erste, ne? Elevator und danach der Rotating Elevator. Also von RF Tools, ne? Open Blocks.
Open Blocks, okay. Ah, da oben ist er, ja. Genau. Ah, da braucht er eine Enderperle, ja, und weiße Wolle, genau. Das ist und der normale. Ja, Enderperle bekommt er ja aus der Mob-Farm. Da sind ja oft genug Endermen drin, ne? Und die Wolle bekommt er, wenn er Schafe, wenn Schafe jetzt born sind. Und die kriegt er auch manchmal aus der Mob-Farm, wenn da diese. Genau, ja, diese Hell-Schiebe. Ja, diese bösen genau. Schafe spawnen. Genau, und dann macht er dann den normalen Elevator draus und den Rotating Elevator macht er dann aus dem normalen Elevator und zwei Eisen. Ingots. Ah ja, genau, da haben wir ihn. Können wir mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe davon 8 Stück gemacht, für jede Etage 4. Im Prinzip kann man ja auch gleich den Rotating Elevator bauen. Nee, da brauchst du den normalen Elevator für. Ja, aber du kannst es in einem bauen. Ja, mit 3 Wolle, 2 Ingots und einer Enderpearl, wenn du den Rotating Elevator mal anguckst. Ach so, ja, oder so. Ja. Aber ich habe den aus Dings gemacht, aus dem normalen Elevator. Ist ja viel schneller. Ja. Eben nicht, deswegen. Jetzt komm endlich. Wo bist du? Achso, beim Elevator. Beim Haus, genau. Und das ist eigentlich alles, ist das alles, was er braucht? Zweimal das Ganze, ne? 2 Rotating Elevators, oder? Für diese... Nee, 4 habe ich gemacht, weil dann habt ihr mehr Fläche. Genau. Weil einer ist immer blöd zu treffen. So, wo ist sie hin? Sie ist disappeared. Wie heißt es nochmal bei Harry Potter? Keine Ahnung, ich hab Harry Potter angeguckt. Oh, wenn er springt, portet er euch nach oben und wenn er Shift klickt, nach unten. Elevator ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür. Nein, das ist ein Elevator. Also 8 Elevators braucht er quasi, für das zu machen. Dann Rotating Elevators und dann könnt ihr hier so lustige Sachen machen wie hier. Oh, jetzt ein bisschen Musik hinterlegen. Deine Tastatur will aber keine Sau hören. Der ist überhaupt nicht nervig. Ich bin der schnellste Porter auf der Welt. So, jetzt lass. Fertig. Dann sagen wir mal, beenden wir mal die Folge. Jetzt haben wir ja einiges gezeigt. Ja, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht den Reisanbau. Dann sagen wir schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Zombraider mit der netten Natalie Portman. Klappe. Und ja, Project Ozone 3. Genau. Oh, ich hab grad einen Sprachfehler irgendwie. Halt, scheiß Hühner hier, ich kann mich nicht konzentrieren. Fresse ihr Hühner unten, wenn die Hunden hier machen die Hühner gaga. Und so, jetzt Feierabend. Dann bis zum nächsten Mal wieder mit dem Spooky. Macht euch einen schönen 2 Tage und der Sandy. Bye, bye, bye. Und ciao. I need